Folge Nummer 36 von Oxygen Not Included. Und wir wollen einen Baum pflanzen, der irgendwo hier hinkommen wird, mit Wasser versorgt werden muss, schmutzigen. Wieso wird eine... Achso, okay, da wird Wasser entleert, das ist alles gut, das darf so sein. Und wir brauchen hier noch eine Pumpe nachher. Allerdings ist das die Frage, ob das hier überhaupt die richtige Stelle so ist, aber... Ja, wir müssen das ja noch zumachen und hier muss es auch noch mit den Rohrleitungen weitergehen. Wie ist es denn hier mit unserem... Ja, da ist noch nichts fertig, ne? Wie weit ist denn das da jetzt mit Sanitär und Dingens? Fast fehlt veredelte Metalle, 50 Kilogramm. Veredeln wir denn hier keine Metalle oder wie sehe ich das? Oder Eisenerz ist da. Kupfer ist da. Eisen zu Stahl. Na, jetzt wurde gerade hier wieder was gemacht, aber dann ist wieder der Strom alle. Wer zapft denn hier den Strom an? Ne, Licht wollte ich nicht, Strom wollte ich. Das. Oh, da sitzt alles hinter jetzt, oder wie sehe ich das? Und der kommt nicht nach, oder wie? Aber das... Keine Frage. Zieht das denn jetzt gerade Strom oder nicht? Current Load 665.000 Volt. Gebäude deaktivieren und das machen wir auch mal bei Gebäude. Ich weiß nicht, ob da ein Standby läuft. Müsste man mal gucken, ne? Da wird Essen auf jeden Fall gemacht, aber dann ist auch kein Strom mehr dafür da. Und wir haben nur 6000. Da ist unser Baum, der dann da unten irgendwo hin soll. Ja. Hier haben wir Kupfer. Das war jetzt auch nicht so prickelnd mit dem Ding. Okay, da wird Essen geholt. Hier sauer machen funktioniert auch gerade wieder nicht mehr. Woran liegt's, ist die Frage. Sanitär-Overlay. Dreckig käme rein, aber sauber kommt nicht raus. Okay, hier ist sogar tatsächlich schon was gemacht worden. Da kommen sie nicht hin, weil sie das erst freigraben müssen. Warum ist hier wieder alles blockiert? Der ist voll, okay. Das sind isolierte Rohre. Okay, hier wurde jetzt auch gerade was gemacht. Okay, hier müssten wir mal kein Automatisierungskabel verbunden, ja. Temperatur aktuell sendet ein grünes Signal. Ja. Und hier. Temperatur aktuell minus 230 sendet ein grünes Signal. Jetzt müssten wir... Was ist das hier? Flüssigkeitsventil. Okay. Also, wenn... Sendet ein grünes Signal, wenn über 33. Wenn über... 29, würde ich sagen, ne? Dann sollte ein grünes Signal gesendet werden. Es ist nur die Frage, kann ich die nacheinander schalten? Wahrscheinlich nicht. Und das, Temperatur aktuell, sind ein grünes Signal, wenn unter 30 Grad. Kann man das auch direkt einstellen? Ja, unter 30 Grad. Wenn es dann sendet ein grünes Signal, dann sollte das aufgehen. Und der müsste auch angeschlossen werden, aber das ist die Frage, ob das funktioniert. Zwei da anzuschließen, ne? Ja, Leiterkabel gerade auch nicht machbar. Schade, ne? Okay. Er pumpt und macht auch hier hoch. Das ist beides aus.
Da sind jetzt auch die Möglichkeiten, dass das funktioniert. Aber da wird jetzt gerade aufgeräumt und nicht gearbeitet. Da ist aber auch einer mehr gemacht worden gerade, ne? Aber es reicht noch nicht für isolierte Rohre, weil wahrscheinlich hier unten noch was für fehlt. Da ist aber schon eins hingekommen. Super. Wie sieht es hier unten aus? Da ist noch nichts passiert. Da muss dann doch auch noch was hin, oder? Da muss doch auch noch hier so eine Kachel hin. Dann muss man da mal weiter gucken, wie man da weiter vorankommt, oder? Über 4000 Nahrung. Okay, hier kann aber wurde auch gerade was abgebaut. Hier haben wir irgendwie Wasserstoff drin. Wo das alle herkommt, ne? Aber hier wird jetzt tatsächlich sogar was gemacht. Und die Leitung. Er muss auf Toilette. Hier wird jetzt noch nichts gemacht. Es wird alles aufgeräumt gerade. Wie sieht es denn hier oben überhaupt aus? Okay, da ist schon Wasser drin. Aufgeräumt ist hier nichts worden. Naja, aber es ist erstmal soweit so gut, würde ich sagen, ne? Hier könnte man mal ein Ei ausbrüten, was war auch noch nicht. Ah, da guck mal, da wäre sogar ein Hatchling. Könnte man ja mal brüten, ne? Machen wir mal eins. Und hier sollten die Hatch. Sollten Erde bekommen, ne? Wie viel Erde hätten wir denn wohl? Mach mal zu, müssen wir erst gucken. Wo finde ich denn jetzt hier Erde? Landwirtschaft? Dünger, Phosphorit, ne, nährstoffreiche Erde, da haben wir 91 Tonnen. Müsste also eigentlich hier funktionieren, oder? Erde. Und wenn die dann da sind, auch Erde, oder? Ja, sollte soweit funktionieren. Hier könnte man natürlich einen aussetzen, aber Pflegestation. Na, gucken wir mal, was wir daraus machen können aus den Hatchlingen. Vielleicht liegen die ja mehr Eier da. Und dann können wir die mal essen. So. Oh, hier können wir was einstellen. Schauen wir mal. Frankie. Frankie hat hier noch die Möglichkeit, also braucht er das noch. Dann sind wir da auch weiter mit. Ja, hier ist wieder der Strom alle, ne? Das ist richtig doof. Immer ist diese Batterie leer. Wen können wir denn da den Strom noch abzwacken? Der braucht 1200, ey. Na, jetzt sogar hier überlastet. Apotheke ist deaktiviert. Diese Pumpe können wir mal Gebäude deaktivieren machen. Den Kühlschrank müssen wir leider anmachen, anlassen. Das ist hier alles verbunden, ja. Das muss Luft müssen wir auch pumpen. Ich glaube, das hatten wir hier schon alles ausgemacht, ne? Ja. Ja, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir hier noch einen zweiten von kriegen, ne? Anders funktioniert das ja irgendwie nicht, ne? Oder wir müssen mal hier schauen. Kohlegenerator, Wasserstoffgenerator, Erdgasgenerator. Wandelt Erdgas in elektrische Energie um. Verschmutztes Wasser und Kohlendioxid gibt's daraus. Kohlendioxid und Wärme gibt's daraus. Na, dann
Gaseingangswasserstoff. Ja, wir müssen definitiv hier gucken, dass wir unsere Station erweitern, die wir hier haben, mit Wasserstoff vielleicht, oder? Wo ist denn das jetzt? Zu tief. Hier. Kann man da noch einen hinbauen? Würde gehen. Und den dann noch da anschließen. Und dann würde Strom fabriziert werden, ne? Produzieren wir denn so viel? Haben wir so viel Wasser? Das ist die Frage eher. Ah ja, klar, wir haben ja den Schlot hier. Der jetzt aber auch gerade inaktiv ist wieder. Aber das ist schon unsere Alternative, ne? Jetzt ist die Frage, wie wir dann da mal... Ach so, man kommt von hier unten an den ran eigentlich. Das ist, wie man sieht, ist auch zu wenig, ne? Woran liegt es, dass es zu wenig ist? Kommt da nicht genug Wasser hin? Doch, Wasser kommt genug drin. Warum? Sauerstoff ist nicht sehr viel. Wasserstoff ist nicht sehr viel, was dabei rumkommt, ne? Das meiste ist Sauerstoff, was gemacht wird. Weniger von dem anderen. Ja, was bedeutet das für uns? Wir bauen da mal ein bisschen aus, oder? Vergrößern das hier noch. Da muss dann noch eine Luftschleuse hin. Dann sollte das fertig werden. Und dann können wir dieses noch ein bisschen umbauen. Dass wir vielleicht noch zwei mehr kriegen, oder? Ja, das geht jetzt ratzfatz, ne? Zerlegen. Wenn die Schleuse fertig ist, können wir das auch zerlegen, ja. Und dann ist nämlich schon wieder der Strom weg. Können wir hier eigentlich noch einen Ziegel setzen? Da geht nicht mehr, okay. Das können wir zerlegen. Wenn die Tür denn dann mal fertig wird. Brauche ja ewig. Oh, jetzt ist die noch nicht mehr fertig geworden. Können wir auch zerlegen. Zack, der muss fertig werden. Nee, 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 mein Freund. Jetzt nicht die Tür abreißen, sondern hier die Tür fertig machen erst. Ja, gut, macht er. So, jetzt ist das schon mal fertig. Jetzt brauchen wir davon noch einen mehr hier, oder? Können wir den auch noch zerlegen, ne? Genau. So, dieses Teil. Braucht Strom. Und da auch noch einen hin. Dann brauchen wir noch einen Wasseranschluss. Sanitär. Rohr. So soll's werden. Und nochmal einen daneben, wenn's geht. Läuft. Die Schleuse ist da. Funktioniert. Und dann haben wir viermal so viel und dann sollten wir doch hier links noch
Strom, da war's. Dann sollten wir hier doch noch einen Wasserstoffgenerator hinstellen können, oder? Gucken wir. Der Weg dahin ist nur beschwerlich, ne? Wird schon werden. Das zerlegen wir. Das ist die Leiter, ja. Die Leiter zerlegen wir auch. Die Leiter zerlegen wir auch. Zerlegen, wenn es irgendwie geht. So. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Okay, zerlegen geht ganz schnell. So, hat er sogar von da aus geschafft. Cool. So, dann kann er auch nicht abrutschen. Dann passt das erstmal. So, dann muss das an Stromnetz wiederum dran auch. Ja, ich glaube, ich muss jetzt noch da machen, weil es nicht anders geht. Und er muss an die Lüftung angeschlossen werden, weil er braucht ja nicht Sanitärlüftung. Er braucht ja Gasleitung. Ich hoffe, das funktioniert so. Also selbst wenn die zwei funktionieren, dann reicht's ja schon, weil dann mehr vielleicht Dingens gemacht wird. Sag schon. Okay, die Tür wäre schön zu, ne? Okay, der funktioniert schon mal. Und der sollte jetzt mit Strom nur noch versorgt werden, oder? Ach so, hier fehlte der Strom. Alles klar. Dann ist es auch durch. Dann kommt da Wasser rein und dann läuft das Ding. Das ist doch cool. So, jetzt kommen wir hier noch weiter. Super cool, dass der da unten reinkommt. Elektrokabel werden auch gerade fertiggestellt. Sehr gut. Und da kommt einer von unten und macht das noch fertig, noch besser. Sehr gut. Kommt der da nicht weg? Doch, der kommt da weg. Naja, gut. Okay, das hat geklappt. Damit haben wir einen weiteren Dingensgenerator auf jeden Fall hergestellt. Oh, guck mal, da ist so ein Vieh hier. Was macht unser Baum? Ah, ist fertig. Dann sollten wir den da einpflanzen, ne? Das war doch die Ahorn-Eichel, oder? Wo liegt denn das Ding jetzt? Da. Arbor-Eichel. Nicht Ahorn-Eichel, die Arbor-Eichel ist das. Die pflanzen wir da jetzt ein. So, Temperatur 15 bis 40 Grad. Haben wir. Luftdruck mindestens 150 Gramm. Haben wir. Erde, minus 10 Kilogramm Zyklus braucht es wohl, oder was? Verschmutztes Wasser kriegen wir auch schon da rein, wenn diese Leitung dann fertig wird. Ah, gut, da sehe ich gerade schon unser Problem. Nicht da, sondern da. Dann kriegen wir auch die Leitung dahin. Oh, er hat das fallen lassen. Okay, da wurde jetzt der Granit geholt. Wegen Sauerstoffmangel wahrscheinlich. Ja, gut, läuft soweit da erstmal wieder, ne? Hier unten ist noch nichts fertig. Kommen die da nicht hin? Doch würden sie. Diese Leitungen sind wichtig. Das heißt, Prio da mal ändern gerade. Das soll fertig werden. Ah, der Baum wird gepflanzt. Okay, der kann wachsen. Hier oben, ach so, ist eine Schleuse, okay.
Das wird abgebaut, cool. Und sie muss wieder raus wegen Sauerstoffmangel oder was. Da läuft's. Okay, hier fehlt Material. Wie sieht's mit Material hier oben aus? Kupfer wird noch gemacht. Eisenerz können wir hier mal ein bisschen dran machen. Erdstrom aber eher nicht, das ist auch krass, oder? Ich glaube, er ist aber jetzt ein bisschen besser am Laufen hier, oder? Kann das sein? Arbeitsauftrag. Ey, Prio 9. Ah, da läuft es jetzt auch. Da ist auch was rausgekommen. Das ist gut. Kann man da jetzt hier was weiterbauen? Da könnte sein, dass da jetzt zwei von weiter sind. Okay. Der jetzt drei fertig geworden. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt mehr Strom da auf jeden Fall haben, ne? Oh, warum ist hier Wasser? Kommt das wieder von oben hier? Ja, es ist wieder von oben gekommen und ich weiß noch nicht warum. Wo kommt das Wasser her hier? Schleuse bauen dahin. Kein Mensch weiß warum. Das dreckige Wasser war doch hier. Ist das da durch? Das sind doch isolierte Ziegel. Das müsste doch eigentlich dicht sein, oder? Ist das hier Eis? Nein, Eisenerz ist das. So, da ist schon aufgewischt. Hier ist noch ein bisschen, das können wir auch noch gerade machen. Und hier ist natürlich auch noch was. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, dass das wegkommt, ne? Hier werden die Pflanzen geflüngt. Wie sind... Oh, wir haben wieder nichts zu essen. Da irgendwo wird einer verhungern. Er da. Wer kriegt denn hier jetzt was zu essen als nächstes? Oh. Wir haben so viele Möglichkeiten da oben, aber kommen nicht voran. Hier 65% erst. Wird Matschregel gemacht. Nein. Ist aber auf 9. Er ist am Grillen. Sollte doch gleich klappen, oder? Ah, wir haben gerade auch 1800 wieder. Keiner verhungert. Arbeitszeit hat sich gerade geändert, oder? Ja, hier wird jetzt tatsächlich weitergebaut. Ja, wir müssen abwarten, dass das alles fertig wird. Dann haben wir erst wieder was zur Verfügung. Aber es ist ja schon eine ganze Ecke weitergegangen jetzt hier. Ah, da ist jetzt gerade wieder nichts mehr, ne? Okay, da wird Eisen gemacht. So, sie hat Eisen aufgenommen. Was macht die jetzt? Okay, das wird dahin gemacht. Okay. War aber nicht viel, ne? Okay, da wird Essen geholt. 4000 geht. Hier gibt's wieder was. Gucken wir mal gerade noch schnell rein. Blaupause. Dornblütensamen oder ein Pockepanzerlaich. Das ist bestimmt was für Wasser. Schnippiger Pockepanzerlaich. Ja. Puh. Dornblütensamen. Den müsste ich irgendwo ins Wasser stecken, aber will ich jetzt noch irgendwo ein Aquarium bauen, sozusagen? Müsste ich mal gerade gucken, ne? Warte, das müssen wir dann da erst abbrechen.
Und dann dahin und. Nee, Quatsch. Ein daneben ist auch falsch, ne? Hä? So, das war auch wieder Pockepanzerleich. Pockepanzer. Domestizierbares Tier. Okay, das ist schon mal gut. Sie gemäß Teil eines Exoskeletts abstoßen, um Platz für neue Wachstum schaffen. Obwohl die dramatischen Schuppen früh in der Pubertät eine Pockepanzer entstehen, werden ihr gesamten Erwachsenenlebens weiter wachsen, bis zu dem Tag, an dem sie schließlich sterben. Pockepanzerrogen. Geschlüpft aus Pockepanzer. Idealtemperatur, Komfortrange 15 bis 70. Lifeable Range, okay. Ernährung, verschmutzte Erde, verrotteter Haufen. Ausscheidung, kommt Sand bei weg. Sieht jetzt so aus, als ob die doch nicht, sag schon, unter Wasser leben. Wir kriegen doch hier immer, ne, da ist das schmutziges Wasser, aber das kriegen wir trotzdem hin, denke ich. Kompost und so, ne? Verschmutzte Erde kriegen wir doch hin. Verrottete Haufen, wer hinterlässt die denn? Ja, ich glaube, wir nehmen den. Zack. Zack. Drucken. Dann können wir noch schnell den Dingens nehmen, ja. Obwohl, den müssten wir gleich einfangen, ne? Einfangen. Und dann können wir schnell hier noch den machen. Der Punkt. Da gibt es viel Stress für, okay. Aber das machen wir trotzdem. Gut, dann haben wir das. Jetzt muss er nur eingefangen werden. Gucken, ob sich da auch noch einer für bereit erklärt. Ja, ich sehe schon wieder, wir sind... Ah, da passiert's gerade. Okay. Und dann müsste der... Wo ist das Ding? Wo ist denn jetzt hier unsere Station? Boah, das ist schon so groß. Das war hier oben doch, oder? Da. Pockepanzer freilassen. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das funktioniert. Hier müssen wir dann noch was auswählen zu essen. Das. Und das auch. So. Und dann müssen wir hoffen, dass den da einer noch hinbringt. Das ist ein Wildtier, okay. Ja, macht das jetzt auch einer hier? Aufträge. Haben wir keinen Tierpfleger? Wir haben auch Tierpfleger hier, oder? Hm. Niemand kümmert sich darum. Fertigkeiten. Wir müssen doch jemanden haben, der hier die Landwirtschaft kann, oder? Nee, Viehzucht, nicht Landwirtschaft. Oh. Doch, da ist jemand. Miep kann das. Wusste ich doch. Miep soll sich da jetzt mal drum kümmern, aber langsam. Es gibt aber noch keinen Auftrag dafür. Prioritäten, Miep. Wahrscheinlich haben wir das hier noch nicht drin, oder? Viehzucht, doch. Miep soll das machen.
Dann machen wir Landwirtschaft ein weniger erstmal. So, jetzt muss aber mal was passieren, ne? Wo ist Miep denn? Da läuft er doch, oder? Lagert Granit, lagert Kohle ein. Fabrizieren, lagert, 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 untätig selbst. Da ist jetzt nicht der, das Tier da drinne. Warte mal, habe ich bei, wo waren das jetzt hier? Habe ich das Falsche da gesagt rauszunehmen, oder? Hier oben war das. Ich habe wahrscheinlich das Falsche, also es nicht den da nicht gemacht. So sieht's aus. Jetzt kann das dann auch funktionieren, ne? Miep hat doch den Auftrag dann gleich bestimmt, oder? Lagert, fabriziert, lagert. Jetzt muss den da mal einer einfangen. Das Ei besingen. Brutschrank. Na super. Ich glaube, jetzt hat ihn gerade einer mitgenommen, oder? Es war aber nicht Miep, oder? Doch? Weiß ich nicht. Ne, es war nicht Miep. Okay, dann haben wir den jetzt hier drinnen. Jetzt kriegt er hier auch was zu essen. Er besingt das Ei. Alles ist gut. Da haben wir das hingekriegt, oder? Gut, schauen wir mal gerade noch einmal kurz rüber. Ja, hier ist das Wasser ein bisschen weggewischt worden. Keine Ahnung, wo es wieder herkam. Da ist eigentlich zu. Hier ist alles gut. Hier kann er laufen. Er kann sich da auch was zu essen holen eigentlich, glaube ich. Wie sieht's mit Essen aus? 3000 ist nicht viel. Hier sind schon einige Leitungen gemacht, muss aber noch mehr werden, ist aber schon teilweise wieder mehr geworden, würde ich sagen. Der Baum, wie geht's dem? Okay, dem fehlt irgendwas. Ist er jetzt gerade ganz verschwunden oder? Ne, er ist noch da. Was fehlt dem Baum denn? Ist da Wasser? Ist da schmutziges Wasser? Sanitär? Rohre? Kommt nichts bei weg. Wieso kommt hier kein schmutziges Wasser bei weg? Luftreiniger. Das ist ja wieder toll, ne? Ja, ich denke mal um die Rohrleitung hier und dem schmutzigen Wasser, dass der Baum wachsen kann. Da kümmern wir uns mal in der nächsten Folge dran. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, was euch hier so gefällt oder nicht gefällt, was ich besser machen kann. Und gerne Kommentare auch schreiben für, ja, Kommentare schreiben, habe ich gerade gesagt. Gerne das Video auch teilen bei anderen Leuten, damit die das auch mitkriegen. Hier eure Verwandten, Bekannten, Freunde und sonstige Sachen. Dann geht's hier voran, denke ich mal, ne? Alles klar, wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss.